Der Achtung Lichtarbeit Podcast. Folge 8. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wieder mal beim Achtung Lichtarbeit Podcast, diesmal die Folge 8. Ja, ich habe wieder eine Gesprächspartnerin hier und freue mich, Maja, dass du hier bist. Hallo, grüß dich. Hallo Eckart, schön, dass ich da sein darf. Ja, und du bist ja jetzt seit circa 3 Jahren gläubige Christin, warst halt auch früher mal in Esoterik, Lichtarbeit, in dieser spirituellen Szene drin. Und bei dir waren das so, ja, knapp 3 Jahre. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig lang, aber dafür heftig, oder? Ja, auf jeden Fall, kann man schon so sagen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber es war sehr, sehr tiefgehend und ich habe das alles auch geglaubt in dieser Zeit, was ich da erlebt habe, die 3 Jahre, ja. Ja, meine erste Frage ist ja meistens immer so an meine Gesprächspartner, wie sie da überhaupt reingeraten sind. Wie war es denn bei dir? Ja, das fing schon ziemlich früh an tatsächlich. Also eigentlich kann ich da bis zur Kindheit zurückgehen. Ich habe mich ja schon ganz früh mit so Hexerei, Zauberei beschäftigt und auch als Kind interessiert. Mhm. Also ich habe so Sachen gehört wie Bibi Blocksberg auf Kassetten damals noch oder auch CDs. Mit Atlantis habe ich mich auch beschäftigt und später dann auch sowas wie Harry Potter geschaut, Fantasy-Filme. Ja, und habe mich da auch ganz schön reingesteigert. Also ich hatte schon immer eine große Fantasie, habe mich da dann sehr hingezogen gefühlt. Und die Bibi Blocksberg war so meine Kindheitsheldin und auch Retterin, die den Menschen geholfen hat, immer mit einer guten Intention irgendwie, aber ja, die sich der Hexerei und Zauberei da bedient hat. Und das wollte ich auch. Ich wollte den Menschen helfen und sie irgendwie retten, übernatürlich mit Kräften und ja, habe mich da so hingezogen gefühlt, genau. Also du wolltest so eine Art gute Hexe sein, du hattest nichts Böses im Schilde, sondern wolltest quasi schon helfen, ne? Kann man ja, so sagen. Ja, genau. Ja, und dann später, also das hat dich so in der Kindheit geprägt und wie ging es denn aber dann so richtig los, dass du jetzt wirklich so richtig in die Esoterik eingestiegen bist? Also das hat sich langsam, würde ich sagen, aufgebaut. Nach der Kindheit ging es erstmal in der Jugend so ein bisschen weiter mit, ja, dass ich mich für so dunkle Literatur interessiert habe. Es war noch nicht so ganz die Esoterik, es war erstmal so Krimis, Psychothriller, das Böse im Menschen, das wurde auch so dort beschrieben und benannt. Das hat mich sehr fasziniert, also ich habe mich da sehr dann hingezogen gefühlt. Und habe auch dementsprechend Filme geschaut, hatte ich ja eben schon angesprochen, so Harry Potter, ich glaube Akte X war es noch, Paranormal Activity, also es ging dann auch so ein bisschen Richtung Horrorfilme schon. Ja. Und auch so dunkle Musik, also Rock, Heavy Metal, genau, das hat mich alles so umgeben, aber richtig los ging es dann erst so Ende 2015, Anfang 2016. Da bin ich dann nämlich mit einer Schulfreundin zu einem Yogakurs gegangen, weil wir das mal ausprobieren wollten. Also wir hatten da nichts Böses im Sinn, aber wir wollten gerne Sportart ausprobieren an der Kreisvolkshochschule und die haben da verschiedene Kurse angeboten und aus diesem Grund sind wir dann beim Yoga gelandet, ja. Okay, also war erstmal aber das Motiv, erstmal einfach was für die Gesundheit zu tun, für den Rücken zu tun, um sich zu entspannen, ne? Mehr war es am Anfang ja nicht, denke ich mal. Nee, gar nicht, genau. Also ich hatte von Yoga schon so ein bisschen ab und zu gehört, dass es gut sein soll für Körper, Geist und Seele, wird ja oft gesagt. Und dann hört man auch viel Positives zur Entspannung, genau, für den Körper, für den Rücken und dass die Dehnübungen gut sind. Genau, und dann haben wir das einfach ausprobiert und ich bin dann bei dem Ashtanga-Yoga gelandet. Das ist ja sehr schweißtreibend und sehr, sehr ja, sportlich auch. Ja, und fand das auch am Anfang ganz toll. Also es war erstmal eine Umstellung, dass verschiedene Muskelgruppen beansprucht hat und der Körper sich anstrengen musste.
Und man hat ordentlich, wie gesagt, geschwitzt, aber dann auch meditiert. Ja, und es hat erstmal gewirkt. So, ich hatte vorher viele Stresssituationen schon in meinem Leben, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Verspannungen. Und die sind erstmal besser geworden. Also erstmal ist es alles eigentlich besser geworden, ja. Hat erstmal geholfen, das wird ja oft berichtet von Menschen in diesem Bereich des Spirituellen. Diese Dinge wirken ja oft anfangs und deswegen machen sie auch viele, weil sie erstmal Effekte erleben dabei. Also wir sagen ja auch nicht, dass das alles gar nichts helfen würde, zumindest oberflächlich betrachtet. Aber wenn wir nochmal beim Yoga bleiben, also du hast es erstmal so als reine Gymnastik gemacht. Wolltest du Nacken, Schmerzen, Rücken oder so behandeln? Gab es da auch irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, dass da aber noch mehr hinter dem Yoga steckt, etwas Religiöses, Spirituelles? Ja, das war tatsächlich noch nicht so in den ersten Wochen. Da war das erstmal alles komplett neu für mich. Ich muss auch sagen, meine Schulfreundin und ich, wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über den Yoga-Lehrer und über die ganzen Übungen und Verrenkungen, die man da macht. Und auch, dass er bei jeder Stunde Mantren gesungen und gesummt hat, sich dann selber so verrenkt hat und diese Fingerhaltungen, diese Mudras praktiziert hat. Und wir fanden das total witzig. Also wir haben in den Yogastunden auch immer oft gekichert. Und meine Schulfreundin ist dann auch irgendwann nicht mehr mitgekommen, interessanterweise so nach einem Kurs, 5-6 ungefähr. Und da habe ich dann gedacht, aber irgendwas hat mich da gehalten. Also ich habe schon gemerkt und gespürt, da steckt ein bisschen mehr dahinter als diese körperlichen Übungen, dass das auch was mit meiner Seele und mit dem Geist macht. Aber so richtig konnte ich es noch nicht benennen. Und der Yoga-Lehrer, der war auch so ein Guru-Typ, der schien immer so selbstbewusst und gelassen, bestimmt, auch spirituell, aber manchmal auch schon so ein bisschen fremdgesteuert oder so ferngesteuert. Das habe ich schon beobachtet, dass da irgendwas anderes noch hintersteckt. Nur ich konnte es nicht benennen, ja. Genau. Also du hast also kann man das so sagen, du hattest den Eindruck, dass sie nach außen hin recht locker und cool sind, aber irgendwo hast du da noch mehr gesehen in den Menschen? Ist das so? Ja, total. Ja, also nach außen hin und auch vom ersten Eindruck scheinen diese Yogis und Gurus sehr gelassen und friedlich und, ja, wie ich gesagt habe, so selbstbewusst, selbstbestimmt. Das zieht an, also das hat irgendwas. Das bewirkt so wie eine Art Sog und man möchte das auch gerne haben oder man möchte das Geheimnis, was diese Leute ausstrahlen oder ihr Rezept, möchte man gerne erfahren, mit was sie sich da beschäftigen. Aber auch so ein bisschen automatisiert und fremdgesteuert auch. Also es hatte schon auch ein bisschen was Gruseliges, fand ich. Es war immer beides so ein bisschen, Anziehung und Grusel gemischt. Okay, das ist ja interessant, also viele das eben für so gut erachten. Also selbst, obwohl du warst ja da noch überhaupt gar nicht im christlichen Glauben, sondern immer noch quasi in diesem Bereich drin, hast du trotzdem schon irgendwie gemerkt, dass da irgendwie was nicht ganz stimmen kann. Hattest du schon irgendwie eine Ahnung damals schon, dass es da vielleicht irgendwelche Mächte gibt, die dahinter stecken, oder kam das dann alles erst viel später? Also ich denke, da muss ich ehrlich gestehen, das kam erst später. Ich habe schon gemerkt, da steckt mehr dahinter, aber dieses Mehr habe ich als Licht, wie auch dein Kanal heißt Achtung Lichtarbeit, als Licht, als Quelle gesehen, dass das was Gutes ist. Also mit den Mächten habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Ja, das ging mir auch nicht anders früher. Ich war ich war jetzt nicht so ganz krass im Yoga, aber in der Lichtarbeit, und dieses Licht hielt ich auch für gut, richtig und lichtvoll, Licht und Liebe und Liebe für liebevoll, und ich hatte überhaupt keine Ahnung, also was da eventuell noch dahinter stecken könnte, aber interessant ist ja trotzdem, dass dir das damals schon irgendwie aufgefallen ist. Manchmal sieht man das auch so in den Augen von Menschen. Ist dir das auch mal aufgefallen? An dem Blick? Ja, tatsächlich schon. Also das war dieses Fremdgesteuerte oder Automatisierte. Das habe ich bei dem Yoga-Lehrer gesehen, dass der sehr automatisiert manchmal geschaut hat. Und
erst habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht wegen der Meditation oder weil wir da eben auch in Trance-Zustände geraten sind. Aber später dann, das war auch noch nicht gleich am Anfang, hatte ich dann auch oft den Eindruck, ich sehe in seinen Augen Schlangenaugen. Also das fand ich dann schon sehr krass und sehr heftig auch. Ich konnte es noch nicht so richtig zuordnen, aber das ist mir später dann aufgefallen. Ah ja, weil die Schlange, ich weiß nicht, ob du das jetzt gemacht hattest, aber im Kundalini-Yoga, hast du damit auch Erfahrung gemacht, eventuell? Also es war hauptsächlich Ashtanga-Yoga in dem Kurs, genau, aber ich hatte dann später nochmal an der Ostsee, genau, ein paar Stunden Kundalini-Yoga auch gemacht, ja. Weil da geht es ja auch um diese Schlangenkraft und weil du jetzt gerade so die Schlange erwähnt hast und als Christen wissen wir auch, die Schlange ist eben auch steht für Satan. Und gerade beim Kundalini-Yoga soll man ja auch da diese Kräfte entfalten, irgendwie was saugefährliches übrigens, ja, also kann man, weiß man gar nicht, was man tut in Wahrheit. Und ja, ich fand es nur interessant, weil du jetzt gerade das erwähnt hattest mit den Schlangen, die du da schon irgendwie in den Augen gesehen hast. Dann hast du also gesagt, dass es aber irgendwas mit dir macht. Also irgendwie macht es was mit deiner Seele. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also wurdest du dann auch fremdgesteuert? Du wolltest dann auch so sein wie der Guru, hast du gesagt? Also kannst du da irgendwie, also wie hat sich das denn angefühlt? Ja, also es ging ja in Etappen immer wieder ein bisschen tiefer und tiefer, je länger ich habe mehrere Yogakurse bei ihm gemacht, auch im Bildungsurlaub, und das ging dann immer tiefer und tiefer. Also wie gesagt, meine Schulfreundin hat sich irgendwann verabschiedet, die ist nicht mehr mitgekommen, aber ich fand es dann auch, erst fand ich es ein bisschen schade, dann fand ich es aber nicht mehr so schlimm, weil mich irgendwas dahin gezogen hat. Und ich habe dann schnell gemerkt, das hat der Yogalehrer auch uns so beigebracht in den Bildungsurlauben und auch manchmal nach der Yogastunde hat man sich noch unterhalten, mit den anderen Teilnehmenden ausgetauscht, dass Yoga wirklich ein ganzheitliches System ist, also Körper, Geist und Seele angesprochen werden. Nicht nur das Körperliche, sondern auch die Seele und das Geistige. Und dass es eben einen religiösen Hintergrund hat. Und dann habe ich gedacht, so, ah, das ist ja interessant. Also die Asanas, die Stellungen, die wirken nicht nur auf den Körper, dass man Rückenschmerzen und Verspannungen, ja, dass das weggeht anscheinend, sondern auch auf die Seele, auf die Psyche, auf den Geist. Und das war genau das, wo ich dachte, ja, das ist es. Also das brauche ich jetzt, da finde ich Heilung und ja auch Stabilität für meine Seele, für meinen Geist. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ja die verschiedenen Asanas, wie gesagt, die auch verschiedene Namen haben. Zum Beispiel habe ich dann ganz schnell den Kopfstand hinbekommen und wurde dehnbarer, flexibler, und das hat mir so einen richtigen Kick gegeben, so einen Stoß, dass ich jetzt weiter vorankomme. Und ich habe dann gemerkt, bei den Übungen, bei dem Baum heißt das, glaube ich, zum Beispiel, oder Kopfstand oder auch Übung Fisch, dass das was mit mir macht, also dass das über das Körperliche hinausgeht. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Erfahrung gehabt, die war sehr krass, und ich habe die als positiv bewertet. Im Nachhinein, jetzt rückblickend, weiß ich, dass es gar nicht gut war. Ich habe im Garten bei meinen Eltern oft die Übungen zu Hause noch praktiziert und geübt, so den Kopfstand am Baum zum Beispiel. Und diese Übung auch, die nennt sich der Fisch. Und da geht man ganz tief in eine Brustöffnung und auch in eine Wirbelsäulenöffnung und liegt quasi auf dem Boden, dehnt den Brustkorb, macht den Kopf in den Nacken nach hinten und soll dann in dieser Stellung auch mehrere Minuten, wenn es angenehm ist, verharren. Und das habe ich so gemacht. Ich habe mir auch Yoga-Bücher zugelegt, und da wurde dann auch auf die Chakren angesprochen, dass man sich da dann öffnet, auch für die Chakren, und dass es eben über das Körperliche hinausgeht. Und da hatte ich eine sehr krasse Erfahrung, als ich diesen Fisch praktiziert habe und auch mehrere Minuten so lag, hat sich wirklich in mir was geöffnet, was nicht, also einmal körperlich, aber auch, ich kann das nicht so genau beschreiben, in der Psyche, in der Seele, auch im Geist. Ich habe richtig gemerkt, wie irgendwie eine Art Tor aufgegangen ist. Ah, ja. Und das in dem Moment total toll natürlich, weil ich dachte, ja, jetzt hat sich mein Herzchakra geöffnet und ich habe jetzt mehr Kontakt irgendwie zu meiner Seele und zur geistigen Welt. Also habe ich da schon so ein bisschen gedacht.
Und es wurde ja auch oft so in den Yoga-Büchern beschrieben. Und da dachte ich, super, dann hat die Asana ihre Wirkung entfaltet. Ja. Also, weil das ist interessant, weil ich hatte ja auch schon mal einen Podcast, da war ja eine Gesprächspartnerin, die war bei Yoga Vidya sogar mal beschäftigt, vollzeitlich. Und die hatte Ähnliches berichtet, auch bei diesem Sonnengruß, dass man da also auch schon den Sonnengott damit anbetet und verehrt. Das ist ja dann eigentlich, kann man sagen, eine religiöse Praxis, oder? War das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Sonnengruß habe ich auch Erfahrungen gemacht. Da bin ich auch in Trance-Zustände gekommen und habe eindeutig gemerkt, es sind ja eigentlich nur, denken ja auch die Menschen, nur Übungen, nur Körperabfolgen, die man da macht, verschiedene Körperübungen hintereinander weg. Aber wenn man dann dazu noch, ich habe mir Mantren angehört, habe selber auch manchmal gesungen, dass ich bin total in eine Trance gekommen und war nicht mehr in der Realität. Und da dachte ich immer, boah, das ist ja krass, ne? Dass das so, auch wenn es nur Übungen sind, dass das so eine Wirkung hat. Aber dennoch hast du ja da erstmal gedacht, dass das gut ist, weil du dachtest, dass du, ja, du hattest es so angedeutet, dass du spirituell jetzt dadurch wächst, dass das alles seine Wirkung entfaltet. Also in dem Moment denkt man oft noch, ja, das ist das Zeichen, dass man irgendwie jetzt weiterkommt, ne? Genau, ja. Ja. Und mehr öffnet. Ich habe dann immer gedacht, genau jetzt entfaltet Yoga so ein ganzheitlicher Lebensstil als System seine Wirkung bei mir. Man sagt ja auch, oder viele sagen auch, Yoga ist ein Lebensstil, richtig. Es ist nicht einfach nur, das hat mein Yogalehrer auch oft gesagt, es sind nicht nur Übungen, es ist wirklich ganzheitlich, ein ganzheitliches System für Körper, Geist und Seele. Und das habe ich dann gemerkt, wie das immer tiefer ging und habe gedacht, ja, das ist toll, dann bin ich anscheinend richtig im Yoga. Ja, also diese inzwischen siehst du es ja anders, das weiß ich ja. Du bist ja gläubige Christin. Also ist es aber doch eine, ja, würdest du sagen, das ist eine sehr, sehr geschickte Verführung? Ja, das auf jeden Fall. Denn die Menschen sind am Anfang wahrscheinlich ahnungslos, wie ich auch, und wissen nicht, worauf sie sich da einlassen. Aber man merkt schnell, dass es einen religiösen Hintergrund dann hat. Nur wenn man nicht in der Bibel und im Glauben mit Jesus Christus verwurzelt ist, dann kann es einen sehr schnell genau verblenden. Und das hat es bei mir auch. Also ich wüsste nicht, was passiert wäre, wäre ich schon im Glauben gewesen, dann hätte ich das wahrscheinlich auch alles gar nicht so mitgemacht. Ja. Und jetzt berichten ja auch viele, dass sie dann plötzlich, wenn sie sich da öffnen, auf diese Art und Weise, also sei es jetzt Yoga oder sei es auch seien es auch andere Praktiken der Lichtarbeit oder Energiearbeit, dann manche Phänomene auch haben. Also manche empfinden plötzlich Kälte, viele berichten, dass irgendwelche Phänomene in der Wohnung plötzlich stattfinden oder dass sie irgendeine Präsenz bemerken, irgendwas Dunkles. War das bei dir auch? Also das kam auch erst mit der Zeit, muss ich sagen, genau. Ich hatte ja eben berichtet, dass ich diese Energieschübe hatte, als ich Asanas praktiziert habe. Und im Yogakurs hat der Yogalehrer auch uns die Fingerhaltungen, diese Mudras gelehrt und Meditation. Und ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis im Bildungsurlaub, da haben wir auch länger meditiert, jetzt nicht nur 5 Minuten. Und mein Yogalehrer hat das so ein bisschen dann auch angeleitet, hat das selber aber auch mitgemacht, die Meditation. Und wir haben dann, wenn ich mich richtig erinnere, so 20 bis 30 Minuten ungefähr dann am Stück meditiert und waren vielleicht so 8 bis 10 Teilnehmer im Raum. Und ich wollte mich schon immer gerne fallen lassen und allen Stress und die inneren Lasten meiner Seele, meiner Psyche abgeben und habe mich dann da voll drauf eingelassen, mich fallen gelassen. Und habe dann gespürt auf einmal, ich weiß es nicht, vielleicht so nach 10, 15 Minuten in dieser Meditation im Schneidersitz mit geschlossenen Augen, dass mich da jemand am Arm leicht berührt, eine Hand. Ah, okay. Ich hab dann die Augen aufgemacht, weil ich dachte, da war jetzt wirklich jemand oder vielleicht war das ja auch der Yogalehrer, der manchmal hat er uns auch so über den Rücken gestrichen, wenn wir da Übungen gemacht haben. Aber er ist nicht durch den Raum gegangen. Niemand hat sich bewegt. Und da dachte ich, das war jetzt komisch. Wer,
was war das denn? Ja. Dann habe ich meine Augen wieder geschlossen und ein paar Sekunden später hatte ich dann so ein Gefühl, jemand küsst mich auf den Mund. Also ich werde auch an den Lippen irgendwie berührt. Und das fand ich dann schon krass und auch gruselig. Aber ich habe es mir auch schön geredet. Ich dachte, ach, vielleicht ist das jetzt ein Engel oder eine Wissenheit, die jetzt bei mir ist, oder mein Schutzengel, mein Geistführer, der mich jetzt besucht. So. Ja. Ja, man redet sich das dann gut und versucht irgendwie Erklärungen zu finden. So ging mir das auch. Also dass man versucht alles irgendwie zu erklären. Ja. Bei mir waren es immer angebliche Lichtkörpersymptome, die schuld waren, dass ich immer depressiver wurde, und habe das nie drauf geschoben, dass ich vielleicht hier einfach Okkultismus betreibe. Ja. 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 Also du hattest quasi auch gedacht, du hättest so Geistführer oder so ein Engelführer, so ein Spiritual Guide. Ja, also ich habe mich dann mit diesen ganzen Themen intensiv beschäftigt, habe auch im Internet viel gelesen und mir auch genau Bücher gekauft. Und dann kam das so mit der Zeit, genau, dass wir von einer geistigen Welt umgeben sind, geistigen Wesen, Engeln, Geistführer, Naturwesen. Da gibt es ja unterschiedlich, also da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten. Und mein Yogalehrer hat das dann auch so bestätigt. Ich habe auch einige Gespräche mit ihm dann darüber geführt, dass ich an sowas glaube, an das Übernatürliche, meine Kindheitserfahrungen und so. Und er meinte dann auch, ja, das ist so. Wir sind von einer geistigen Welt umgeben und wir können mit ihr kommunizieren und Kontakt aufnehmen und so. Und die wollen das auch gerne. Die wollen auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Und da dachte ich, ja, das wird sowas gewesen sein, wie ein Schutzengel oder meine Geistführer, und habe mich dann auch darüber gefreut, dass es jetzt zu so einem Kontakt gekommen ist. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe das auch, ich dachte auch, ich hätte so eine Geistführerin und ich wollte unbedingt channeln lernen, habe mir auch ein Buch gekauft, wie man das jetzt erlernen kann. Und ja, also man glaubt solche Dinge einfach wortwörtlich, ja? Kannst du auch bestätigen, weil das war bei mir auch so. Es ist so, also so Sachen, kannst du so rückblickend sagen, heute wunderst du dich darüber, dass du das alles so wirklich für bare Münze genommen hast? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich zurückgucke, dann denke ich, ach du meine Güte, was habe ich da geglaubt? Erstmal ist es total gefährlich, weil wir sollen ja nicht mit der geistigen Welt irgendwie in Kontakt treten oder auch, was manche ja auch in der Esoterik, was häufig gemacht wird, mit Toten sprechen. Das hatte ich dann auch mal versucht, irgendwie die toten Geister zu befragen oder so. Das ist uns ja von der Bibel, von der Heiligen Schrift her untersagt, verboten und nicht, also schon aus gutem Grund. Nur, ja, wenn ich zurückblicke, denke ich, das ist also unfassbar, dass ich da so verblendet war und es nicht das als gut empfunden habe, als das Licht, und da nicht die Gefahren gesehen habe. Ja. Und so ging es mir halt auch. Und wir wollen natürlich, ein Ziel ist ja mit diesem Podcast, dass wir erreichen wollen, dass, wenn jemand da noch drinsteckt, auch mal anfängt, das alles zu hinterfragen. Also wenn du auch komische Phänomene hast, ähnliche Dinge, wie Maya sie beschrieben hat, dann wünschen wir uns sehr, dass dir auch langsam klar wird, das sind eben keine guten Wesen. Mhm. Ja, wenn du auch so Sachen siehst in den Augen anderer oder du fühlst schon, dass da irgendwas nicht stimmt, ja. Das sind alles Merkmale davon, dass die Sache nämlich wirklich nicht stimmt, ja. Dass das einfach praktizierter Okkultismus ist. Und das sind keineswegs gute Engel Gottes oder Wesen, die es gut mit dir meinen, sondern die es schlecht mit dir meinen, ja. Und ich glaube, die Leistung ist, sich das auch einzugestehen. Ja? Wenn damals jemand zu dir gekommen wäre, hätte gesagt, pass mal auf, Maya, du irrst dich da komplett. Was hättest du wahrscheinlich gesagt? Oder ich weiß nicht, ist spekulativ, aber. Also das denke ich schon. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, du spinnst, oder nee, das glaube ich nicht, das stimmt nicht, weil ich mir das so schön geredet habe und weil mir andere aus der Esoterik- oder Lichtarbeiterszene das auch so nett und so schön verkauft haben. Also das ist leider die ganz große Verführung und Verblendung. Jesus Christus musste mir selber die Augen öffnen, und es ist ja auch leider niemand zu mir gekommen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Bei manchen Menschen passiert das, die da so in der Lichtarbeit sind, aber mir hat niemand etwas von Jesus erzählt. Das fand ich dann jetzt im Nachhinein auch sehr krass und auch irgendwie schade, weil ja,
man kann es ja trotzdem versuchen, zumindest die Wahrheit, die Menschen mit der Wahrheit konfrontieren. Und ja gut, wenn sie es dann nicht annehmen, ist es traurig. Gott möchte das nicht, aber ja. Ja, genau, also ja, man ist halt auch hinterher dann immer schlauer. Wir machen ja auch niemandem Vorwürfe. Also keiner soll sich jetzt hier auf den Schlips getreten fühlen. Wir haben da auch drin gesteckt. Wir haben das auch alles so geglaubt. Wir haben uns auch verführen lassen. Ja, also wir sind kein Deut besser oder so. Aber inzwischen kennen wir auch die andere Seite der Medaille, das Leben mit Jesus, und können nun bewerten, wes Geistes Kind das einfach war, was wir früher gemacht haben oder früher geglaubt haben. Ja, und ich meine, ein Heiratsschwindler, der gibt sich ja auch nicht zu erkennen, ne? Der tritt sehr liebevoll auf, oder? Ja. Und dann stellt sich heraus, okay, es war alles nur ein großer Schwindel. Mhm. Thema, also hast du auch so geglaubt, ja, wir sind in einem Aufstiegsprozess, dass du jetzt so erwacht wärst? Ja, auf jeden Fall, das kam dann auch. Also ich hatte dann noch ein paar Erlebnisse, zum Beispiel, ich hatte Gespräche mit dem Yoga-Lehrer, der mir dann auch viele Phänomene gezeigt hat und berichtet hat, dass er ja auch mit den Naturwesen kommuniziert, zum Beispiel in den Wald geht und mit Bäumen spricht, mit den Baumgeistern Kontakt aufnimmt, dass der Wald ihm Antworten gibt und dass da so jeder sein Steckenpferd hat, sein Geistwesen, was ihm Antworten gibt und ja seinen eigenen Geistführer. Also das hat er, da hat er mich auf jeden Fall auf falsche Fährten gelockt und ich habe es geglaubt. Mhm. Und ein Erlebnis war dann mit diesem Aufstieg und Erwachen von der dritten in die fünfte Dimension, sollen wir kommen, das goldene Zeitalter bricht an. Esoteriker oder Ex-Esoteriker werden wissen, was ich meine, mit von 3D zu 5D und genau, die Schwingung der Erde hebt sich an, Mutter Gaia und so. Mhm. Das hat mir eine Heilpraktikerin erzählt. Und zwar war das so, dass diese Heilpraktikerin auch in dem Yogakurs war und mein Yogalehrer mich mit ihr bekannt gemacht hat. Und er hat von ihr gesprochen, dass sie hellfühlig ist und hell sehen kann, eine alte, reife, spirituelle Seele ist, also auch wieder sehr umschmeichelt, und dass ich das auch könne und erlernen könne und dass ich auch im Erwachensprozess sei und mich doch mal mit dieser Frau unterhalten soll. Sie könne mir helfen und sie können mir auch meine Fragen beantworten. Und da ich mich auch für all diese ganzen Themen dann interessiert hatte, über Chakren, über Sehen und selber erwachen, in meine Bestimmung kommen, in den Ruf meiner Seele zur Selbstverwirklichung, habe ich dann mich mit dieser Frau auch unterhalten. Und sie hat dann über diese ganzen Dinge auch nochmal mit mir gesprochen. Sie hatte dann auch Orakelkarten zu Hause, Heilsteine, Klangschalen, verschiedene esoterische, spirituelle Angebote und Methoden. Aber wir haben uns erstmal nur unterhalten. Und da habe ich schon gemerkt, von dieser Frau geht auch so eine Art Sog und Energie aus, und dachte, das wäre total positiv. Und sie erklärt mir jetzt sozusagen die spirituelle Welt. Und sie hatte dann auch gesagt, dass der Yogalehrer und sie und ich uns genau für diese Begegnung hier verabredet hätten auf der Erde. Wir hätten ja schon frühere Leben gelebt, also Reinkarnation kam dann mit rein. Und wir wären eine Seelenfamilie. Und das hat mich erstmal total beflügelt, wenn man sowas hört. Also ich war dann total empfänglich und offen dafür. Genau. Und so kam das dann, dass ich auch gedacht habe, ja, ich muss jetzt an mir arbeiten und auch bei dem Aufstieg der Erde mithelfen. Also nicht nur, genau, beim ganzen Aufstieg der Erde, dass wir in die fünfte Dimension kommen. Ja. Da haben wir auch geredet. Ja. Ja, das war ja so bei mir so ein Hauptthema dabei. Das kann ich also alles sehr gut nachempfinden. Mhm. Aber du hast so angesprochen, jetzt Stichpunkt Seelenfamilie, dass du jetzt glaubtest, also die Heilpraktikerin und der Yogalehrer und du, ihr wärt so Seelenverwandte. Habe ich das so richtig verstanden, ja? Genau, ja. Das hat sie so gesagt. Und lustigerweise hat sie dann auch gesagt, das fällt mir gerade noch ein, dass, also sie hat mich da eingewiesen auch in das Thema Dualseelen und Seelenpartner, Karma-Partner, karmische Partner, karmische Verwirkungen und diese ganzen Sachen. Und ich hatte mich mit der Zeit dann auch, das war auch noch nicht gleich am Anfang, in meinen Yogalehrer verliebt. Also das muss ich dazu sagen.
weil er eben auch diesen Sog und diese Anziehung auf mich ausgeübt hat. Ich habe da schon gemerkt, von ihm geht auch so ein Sog, so eine Anziehung, Energie, was auch immer aus. Ja. Und habe dann mir das richtig eingeredet, genau, dass wir dann zu einer Seelenfamilie gehören, aber dass der Yogalehrer vielleicht sogar meine Dualseele ist. Ja. Habe ich mich mit diesem Konzept beschäftigt und habe gedacht, ja, dann sind wir auch noch nicht nur seelenverwandt, sondern erst mein Seelenpartner und genau, auch noch meine Dualseele im besten Fall. Hm. Und das war dann der Anfang ins Verderben, obwohl Yoga schon der Anfang war, aber das war dann wirklich, da brach dann eine Zeit an, die mich ja sehr stark runtergezogen hat, in die Finsternis immer mehr rein. Also du warst vorher schon auf diesem Trip nach unten, aber durch diese Dualseelenthematik hat es nochmal eine ganz andere Qualität dann bekommen. Und kannst du das noch beschreiben? Was ist denn da nochmal extra passiert? Also ging es dir körperlich schlechter, seelisch schlechter oder was ist da genau passiert? Ja, also ich würde sagen, Yoga war wie so der Türöffner. Und durch diese Gespräche mit der Heilpraktikerin zum Beispiel und dass sie hat mir auch die Hände aufgelegt und so Energieübertragung, Reiki gegeben, dass ich mich besser fühle und dass ich jetzt in mein Erwachen komme, hatte ich erstmal ganz intensive Träume. Also nach dem ersten Gespräch mit dieser Frau hatte ich die ganze Nacht ganz viel wirres Zeug durcheinander geträumt, dass ich mit dem Fahrstuhl in verschiedene Ebenen fahre und mit verschiedenen Leuten spreche und die sagen mir alle was. Und ich habe richtig gemerkt, in mir arbeitet es jetzt, also geistig. Ja. Und dann habe ich mich mit der Dualseelenthematik beschäftigt, Seelenpartner, und hatte dann auch so Gefühle für meinen Yogalehrer und habe dann gemerkt, dass mich irgendwas zu ihm so dolle hinzieht und dass ich mit diesem Mann gerne zusammen wäre, also eine Liebesbeziehung auch richtig führen möchte. Und habe aber schon so gemerkt innerlich, dass mir wie eine Art Stimme gesagt hat, also jetzt, ich habe die nicht akustisch gehört, aber so in mir drin, in meinen Gedanken kam auf einmal, mach das nicht, er ist selber böse innerlich, also halte Abstand von ihm und du kannst ihn nicht retten oder so ähnlich. Aber ich in meiner Naivität und auch in diesem Rettersinn von meiner Kindheit, ich wollte gerne Menschen helfen und durch Liebe erlösen, so eine Art Lebensretterin oder Hexe sein, habe gedacht, ich kann diesen Mann durch Liebe vielleicht, indem ich ihm ganz viel Liebe gebe, erlösen und wir können dann in eine Beziehung gehen und unsere Themen gegenseitig aufarbeiten, also auch diese spirituellen Gesetze, Gesetz der Anziehung und ja, der Spiegelung, dass wir da gegenseitig uns Kraft geben können und dann vielleicht auch zusammen sogar irgendwann noch Yoga machen und unterrichten. Also ich hatte dann auf einmal ganz viele Ideen und das war am Anfang so schön, aber ich hatte auch schon diese warnende Stimme, mach es nicht. Er hat ganz viel Böses in sich und das würde ich kaputt machen, aber ich habe nicht drauf gehört. Ja, viele haben berichten auch schon, sie hatten irgendwie schon so eine warnende Stimme in sich, haben aber auch nicht drauf gehört. Also und in der Folge hast du dich dann immer mehr reingesteigert. Ja, dann kam noch, kann ich gut verstehen, dann kam noch die Dualseelenthematik dazu. Dann hat man ja auch ständig irgendwas im Kopf, was man klären muss. Die Themen, an denen man da angeblich arbeiten muss und so weiter, ist auch ein richtig gehender Stress. So habe ich das empfunden, dass man bloß nichts falsch macht. Und und heute, also so rückblickend, glaubst du überhaupt noch, dass es so Dualseelen gibt? Also jetzt nein, ich weiß, dass es das nicht mehr gibt, dass das auch ein Konzept nur ist, zu beschreiben, warum sich Menschen vielleicht ja zueinander hingezogen fühlen. Aber das ist eine ganz böse Falle vom Teufel, weil es gibt einfach keine Dualseelen. Es gibt nicht eine Seele, die sich in zwei Teile irgendwie aufgeteilt hat, das ist ja auch das Konzept dahinter. Man müsse dann gegenseitig sich die Themen spiegeln und aufarbeiten. Aber eigentlich ist man endlos in so einer Schleife damit gefangen, jahrelang sogar manche, dass man ja wie in so einer Warteschleife gehalten wird. Man kommt doch nicht mit demjenigen zusammen und außerdem können das auch ganz toxische Beziehungen sein oder mit viel Verletztheit
also bei meinem Yogalehrer war viel Verletztheit in jedem Menschen. Wir haben ja alle unsere Verletzungen, bei mir auch. Da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Und die sollte man dann, wenn, ja, mit Gott, an Gott abgeben und besprechen oder mit dem Herrn Jesus, aber nicht sich einbilden, ein anderer Mensch könnte einem jetzt heilen und man selber könnte einen anderen Menschen heilen. Und das wird alles nur noch schlimmer. Also das, ja, daran kann ich heute nicht mehr nehmen. Mhm. Und Reinkarnation, du hast früher dran geglaubt. Wie siehst du das heute? Hat jeder Mensch viele Leben oder nur dieses eine? Nee, da ist die Bibel ja auch ganz klar, dass wir nur dieses eine Leben haben und danach kommt der irdische Tod und dann stehen wir alle vor Gott einmal. Also das, ja, ist auch eine teuflische Lüge, meiner Ansicht nach heute. Ich habe das früher auch geglaubt, dass wir alle nochmal leben und unser Karma abarbeiten in diesem Leben für das nächste. Aber das, irgendwie habe ich auch gedacht, ja, wenn ich doch angeblich so viele Leben schon hatte, man hat mir dann auch richtig, ein Engelmedium sagte mir dann auch richtig mal eine Zahl, wie oft ich schon gelebt hätte und dass ich auch eine alte Seele sei, da habe ich gedacht, das ist ja komisch, warum erinnere ich mich nicht an die früheren Leben? Und dann wird ja auch richtig so Rückführungen angeboten, wo man sich dran erinnern soll. Aber das sind eigentlich auch so Fake-Erinnerungen. Also es gibt dafür keine eindeutigen Beweise. Und die Bibel ist da ja ganz klar, dass wir nur dieses Leben haben, wo wir uns für Jesus entscheiden können. Und als ich das dann auch erkannt habe, habe ich gedacht, oh, was für eine große Lüge. Also, ja. Ja, oder es gibt Erinnerungen an angebliche frühere Leben, die man sogar nachprüfen kann, dass sich jemand an irgendeine Region erinnert, wo er aber noch nie gewesen sein kann. Und dann haben wir halt dämonische Eingebung. Also dann Dämonen, ja, können einem natürlich auch falsche Erinnerungen an reale Orte zum Beispiel eingeben. Das gibt's, dieses Phänomen gibt es auch, ja. Das stimmt, ja. Vielleicht mal ein anderes Thema. Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du dir auch diese Subliminals angehört hattest, also diese suggestiven Botschaften. Da gibt es ja auch noch und nicht Kanäle und Videos dazu. Wie war denn das eigentlich und was sind da die Gefahren? Ja, also genau, ich bin dann immer tiefer durch diesen Yogalehrer, den Yogakurs, die Heilpraktikerin in die esoterische Schiene geraten. Und da war auch ein Thema, die Silent Subliminals, genau, auf die ich gestoßen bin, auch auf Hypnosen, auf YouTube, aber das hat man mir auch empfohlen für das Unterbewusstsein, um das Unterbewusstsein umzuprogrammieren, was ja für uns Menschen schwierig ist. Wir können da ja nicht eingreifen, aber das wäre eben so ein richtig guter Schritt. Ja. Und das Silent Subliminals, die wirken ja, das sind ja Suggestionen zur Veränderung von Glaubenssätzen. Und man hört sich da oft mit Kopfhörern was an in einem bestimmten Frequenzbereich, aber das wird vom Gehör nicht wahrgenommen. Das sind so unterschwellige Botschaften, die sich auf das Unterbewusstsein auswirken sollen. Und da dachte ich ja, super, wenn ich jetzt Themen mit Selbstwert habe, Selbstwertprobleme, dann kann ich mir das einfach anhören und dann wirkt das einfach so. Hm. Ich habe dann aber auch mit der Zeit gemerkt, das muss man sich ja dann immer wieder anhören, am besten auch nachts, da dann das Unterbewusstsein empfänglicher ist oder man schläft und genau, es ist einfacher, aber man kann sich das auch beim Autofahren anhören, dass das auch richtig gefährlich werden kann. Also ich hatte es tatsächlich, das fällt mir jetzt auch ein, beim Autofahren mal angehört und wenn man in einen Trance-Zustand gerät, dann, das ist gar nicht gut. Also das kann ja dann auch sich auf den Verkehr auswirken. Ja. Nachts hatte ich dann auch, ja, wie eine Art Schlafstörungen. Ich habe diese Musik im Ohr gehört, ich habe auch geschlafen, ich war in so einem Halbwachzustand und hatte aber gar keinen tiefen, ruhigen Schlaf mehr. Also das hat sich, ich habe quasi die Nacht zum Tage gemacht und das hat auf meinen Schlaf ausgewirkt, negativ. Am Anfang hat es scheinbar auch gewirkt. Die sagen dann auch immer, man muss nur dran glauben. Aber ich habe dann auch so gedacht, ich kann mir doch nicht das ganze Leben lang nur diese Silent Subliminals anhören, um mich besser zu fühlen, um mein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Also man wird dann auch abhängig davon. Und das ist ja auch nicht der Sache. Also es entwickelt sich eine Abhängigkeit, eine Sucht dahin und das ist, glaube ich, das, was Gott nie will, dass wir in irgendwelche Abhängigkeiten geraten, oder? Nee, gar nicht. Nee, er möchte nur, dass wir von ihm allein
abhängig sind, uns an ihn allein nur binden. Und das hat er auch in seinem Wort gesagt, alle anderen Abhängigkeiten und Verehrung von Dingen oder von Menschen, das ist Götzendienst und das ist ihm ein Gräuel, das möchte er nicht, weil das uns, es schadet uns. Ja. Und er macht es, um uns zu schützen. Ja. Genau, das ist ein guter Stichpunkt für das nächste Thema, also das Leben mit Gott. Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass eigentlich dir niemand so richtig von Jesus erzählt hatte in der ganzen Esoterikzeit. Mhm. Aber dennoch hast du ja dann zu Jesus gefunden. Wie kam das denn, dass du trotzdem von Jesus erfahren hast? Ja, also das war auch ganz krass. Ich bin, um noch mal kurz vor der Bekehrung zurückzukommen auf dieses Thema, ich bin durch sehr schlimme Zustände gegangen. Ich habe mit der Zeit immer mehr Angst und depressive Phasen gehabt. Ich hatte auch Selbstmordgedanken zum Schluss, auch wenn ich es nie wirklich gemacht hätte. Ich hatte das im Kopf, ich wollte nicht mehr leben, weil ich habe auch mit Kartenlegen noch angefangen. Ich habe selber Kartenlegungen gemacht, habe aber gemerkt, dass ich habe irgendwann nicht mehr durchgeblickt. Erst haben die Karten total zu mir gesprochen. Das war aber wieder nur eine erneute Abhängigkeit, in die ich da geraten bin. Das war alles sehr negativ. Von Engelkarten, Tarotkarten, Kipperkarten, Liebesorakelkarten und so weiter. Dann kam auch eine tatsächliche Liebesbeziehung mit dem Yogalehrer noch dazu. Mhm. Und Phasen der Ablehnung und der Traurigkeit wieder. Und das hat mich in so depressive Zustände katapultiert, dass ich gedacht habe, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn im Leben? Ich dachte, ich hätte ihn gefunden im Yoga als Hexe in der Lichtarbeit und hatte dann auch teilweise komische Träume. Ich habe Fratzen im Traum gesehen und Albträume hatte ich manchmal auch schon. Ich bin nicht mehr zur Ruhe gekommen gedanklich. Ich hatte eine Unruhe in mir. Ja, und das war dann alles so schlimm, dass ich wirklich gedacht habe, also ich will nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr, wenn ich nicht weiß, was ist jetzt hier die Wahrheit. Und das war dann im September 2019 so schlimm, dass ich wirklich gedacht habe, ich frage jetzt noch einmal das Universum. Ich habe immer zum Universum gebetet und gesprochen, was ist jetzt hier die Wahrheit. Und dann hat mir tatsächlich noch an meinem Geburtstag im Juli auch eine Freundin, die nicht gläubig ist, ein Buch geschenkt über die Spielregeln des Lebens, hieß das, glaube ich, auch ein spirituelles Buch. Aber da stand zum ersten Mal was von Gott und von Jesus drin. Also das war so eine Vermischung, der Glaube mit Esoterik so ein bisschen vermischt. Aber ich hatte ja keine Ahnung und habe gedacht, ah ja, okay, Gott, da wurde Gott erwähnt und Jesus. Kannst du dich daran erinnern, du wurdest auch mal konfirmiert. So. Also dann kam die Erinnerung ein bisschen wieder. Aber ich bin ja auch nicht gläubig aufgewachsen, das hatte ich alles vergessen. Und ja, so kam es dann, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, weil ich im September nicht mehr konnte, nicht mehr leben wollte. Genau. Okay. Also auch ja interessant, ne? Eigentlich ein spirituelles Buch, also eigentlich auch mit Unwahrheiten, aber dennoch war von Jesus die Rede und es war für dich damals zumindest so ein Auslöser, dich jetzt mit Jesus näher zu beschäftigen und ihm dein Leben anzuvertrauen. Genau. Und wie hast du das dann gemacht? Also hast du jetzt zu Jesus gebetet oder wie kann man sich das vorstellen, dass du jetzt dann so eine klare Entscheidung für ihn getroffen hast? Also ich muss dazu sagen, ich war wirklich an einem Tiefpunkt sehr weit unten und ich glaube, dass Gott auch genau mich dort abholen und erreichen wollte, weil ich konnte wirklich nicht mehr. Also ich war so zu, ich habe mich gefühlt, als sei ich im Nebel, auch durch die ganzen Kartenlegungen und die ganzen Methoden, Pendeln, was ich alles ausprobiert habe, die Albträume und so weiter. Und dann saß ich im September alleine hier im Wohnzimmer, auch bei meinen Eltern, es war niemand da. Und ich habe dann ja auch so manchmal automatisches Schreiben ausprobiert, mit meiner Seele kommuniziert und habe dann so gefragt, das Universum, also was ist jetzt die Wahrheit, ich kann nicht mehr, ansonsten nehme ich mir das Leben. Und dann hatte ich diese Eingebung, zu Gott zu beten. Ah ja. Ich von ihm in dem Buch vorher schon gelesen hatte und dann so gedacht, ja, das machst du jetzt einfach mal, aber wie betest du eigentlich? Musst du da irgendwas sagen? Also, oder wie kannst du mit Gott sprechen? Ich habe das noch nie vorher gemacht, ich wusste nicht, wie ich beten soll. Und dann habe ich einfach meinen Laptop aufgeklappt und habe im Internet gegoogelt, wie man zu Gott betet. Und habe dann lustigerweise die erste Seite, die mir angezeigt wurde,
Das war die Seite einer Kirche, wo ein Übergabegebet an Jesus Christus formuliert war. Ja. Und da habe ich auch erst kurz gedacht, ach, die Christen mit ihrem langen Gebet, das soll jetzt was helfen, das soll ich jetzt nachsprechen oder wie? Und habe es mir aber trotzdem durchgelesen. Und ich kann mich jetzt nur noch an diese zwei Sätze erinnern, die ich da gesagt habe. Nämlich, Jesus Christus, bitte komm in mein Leben, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und ich will dir jetzt mein Leben geben. Und dann war auch so eine kleine Ermutigung, sagen Sie Gott alles, was Sie bedrückt und belastet und beschäftigt. Und das habe ich dann einfach gemacht. Ich habe mir diese zwei Sätze gemerkt, den Laptop zugeklappt, die ausgesprochen und habe danach eine halbe Stunde oder so nur geweint und habe Gott alles gesagt, was mich belastet hat. Und dann kam der Hammer. Also ich habe nicht gedacht, dass das irgendwas bringt oder wirkt. Ich habe selber nicht geglaubt, was ich mir da eigentlich gesagt hatte, aber ich war so weit unten, dass ich gedacht habe, ja, kann mir nur noch Gott helfen, ich mache es jetzt einfach, ich probiere es aus. Und dann habe ich rausgeschaut, ich saß vorm Fenster und ich habe richtig gesehen, der Himmel war blauer als sonst. Und da dachte ich, boah, was ist das jetzt? Also der Himmel, der hat so geleuchtet, dieses Blau, das war so intensiv, das hatte ich noch nie so intensiv vorher gesehen. Das Gras draußen, die Bäume, das Grün, das war grüner als sonst. Also es war wie, als ob mir jemand so ein Farbfilter von den Augen nimmt und einen neuen drauflegt, also so ein Schleier wegnimmt. Und dann musste ich auch husten. Ich hatte vorher ganz viele Nadelstiche in der Brust. Meine Heilpraktikerin hatte mir auch gesagt, da hatte sich was Dunkles an mich geheftet. Ich hatte einen Kloß im Hals, der wurde richtig so rausgezogen, nachdem ich dieses kurze Gebet und die Konversation mit Gott hatte, wurde das nach oben rausgezogen innerhalb von ein paar Minuten und ich habe so gemerkt, dass sich wie schützende Hände um mein Herz gelegt haben, also dass da auch geistig Tore und Türe geschlossen worden sind. Das habe ich richtig gespürt, dass da was zugeht. Ja, und dann hatte ich einen ganz tiefen Frieden und eine Freude innerlich, die hatte ich noch nie. Also das war unbeschreiblich. Ja, ja. Wunderschön. Ja, also das ging mir übrigens damals auch so. Ich hatte da echt nach der Hinwendung zu Jesus Christus so eine euphorische Woche, kann man sagen. Wir müssen natürlich sagen, also es bleibt nicht immer so. Es gibt dann auch das normale Alltagsleben wieder, auch mit Jesus. Aber trotzdem freut sich, glaube ich, die Seele innerlich am Anfang erstmal, dass sie errettet wurde. Ja, du bist dem Teufel von der Schippe gesprungen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich so gespürt. Das kann man nicht erklären. Ich habe das nicht mit meinen physischen Augen gesehen, aber ich wusste zum Beispiel auch in dem Moment, als ob die Welt kurz stillsteht und ich befreit und erlöst werde und als ob dann auch später wie so ganz viele Dämonen um mich herumstehen und mich beobachten, aber die konnten nichts mehr machen. Also die hatten ihre Macht verloren, weil Jesus jetzt da war, weil ich Jesus mein Leben gegeben habe. Und ja. Habe ich keine Worte für, das ist so schön. Ja, und hoffentlich machen das noch so viele nach, weil das ist ja auch der Sinn hier dieser Sendung. Also wenn du auch so in einer Lage bist wie Maya oder ziemlich unten bist und solche Dinge praktizierst, jetzt weißt du die Lösung. Ja, wende dich zu Jesus Christus. Und wie ist es dann, also du hattest ja jetzt dein Leben Jesus anvertraut, aber es ging ja sicher noch weiter. Du hattest ja noch ziemlich viel esoterischen Kram bei dir. Was ist denn damals so passiert? Ja, das muss ich auch noch dazu sagen. Genau, es ist danach so gewesen, ich war total im Frieden innerlich und diese ganzen Mächte konnten mir nichts mehr anhaben. Das ist tatsächlich so, Jesus Christus ist der Sieger über den Teufel, seine Dämonen und die Finsternis. Aber denen gefällt das natürlich nicht. Und wenn man noch esoterische Gegenstände im Haus oder im Raum, im Zimmer hat, die müssen entsorgt werden. Und ich habe das ganz deutlich gespürt, als ich zurück in mein Zimmer gegangen bin. Da war eine ganz große Kälte im Zimmer, obwohl es draußen und auch im restlichen Haus warm war. Ich konnte es mir nicht erklären und ich wusste sofort, oh, okay, hier stimmt was nicht. Das ist jetzt noch die Finsternis, mit der ich mich quasi eingelassen hatte. Das muss ich beenden, wie ein Vertrag, den man kündigt. Mhm. Und dann habe ich auch die ganzen esoterischen Gegenstände, Bücher, Räucherschalen, Pendel, alles, Heilsteine, Amulette, alles, was mit der Esoterik zu tun hat, entsorgt und weggeschmissen. Das ging auch nicht von heute auf morgen, das ging dann mit der Zeit so. Aber genau, das hat mir Gott sehr deutlich gezeigt. Auch Träume hatte ich dann, wo Schlangen in meinem Zimmer saßen, wo noch esoterische Gegenstände
positioniert waren, wo Gott gesagt hat, die müssen weg. Und ich hatte auch nachts manchmal Angst zu schlafen. Ich habe aber dann das Vaterunser gebetet und dann kam wieder Friede. Genau, also ich habe alles entsorgt, mich von allem getrennt, weil, wie gesagt, die Finsternis, die muss raus. Und wenn man sich einmal damit eingelassen hat und sie gerufen hat sozusagen, auch dem Teufel Einlass in sein Leben geboten hat, er kann einen durch Jesus Christus nichts mehr anhaben, aber er muss raus, überall, wo noch Einfallstore sein können. Ja. Ja, genau. Also du hast da einen deutlichen Schlussstrich gezogen. Ja. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum ist das so wichtig, dass man auch diese Sachen entsorgt, dass man wirklich hundertprozentig trennt von all diesen Dingen? Ja, also genau, das hatte ich gerade schon gesagt, wenn man sich einmal mit der Finsternis eingelassen hat, dann hat man sich ihr quasi unterworfen, unter Joch, dann ist der Teufel, auch wenn das viele Menschen sich nicht gerne hören wollen, auch wenn es vielleicht erstmal Angst und Schrecken hervorruft, aber es ist so, dann ist erstmal der Teufel und die Dämonen der Herr, der Herrscher im Leben, und dann gibt man Jesus Christus sein Leben, dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Und dann muss man auch so konsequent sein, alles, was mit der Finsternis zu tun hatte, ja, zu entsorgen. Das steht auch einmal in der Bibel geschrieben, dass die ganzen Zauberer und Hexen, Götzenanbeter alles verbrennen und entsorgen sollen. Also Gott ruft uns auch dazu auf. Ja. Genau, und ja, wir sollen auch nicht mehr an Sünde teilhaben, weil das steht auch in der Heiligen Schrift geschrieben. Der Lohn der Sünde ist der Tod, nicht nur geistig, sondern auch seelischer Tod, seelisches Leid, Schmerzen, und das will ja kein Mensch, genau. Ja, also du hast da wirklich, du hast das Stichwort Herrschaftswechsel genannt, das ist ja so ein Herrschaftswechsel vollzogen, und darum geht es nämlich auch, dass man diese Herrschaft der Finsternis, die man hatte, ändert und ein Wechsel vollzieht und dann Jesus Christus das Leben anvertraut. Und das ist eben ein totaler Herrschaftswechsel. Klar, der Teufel sieht das nicht gerne. Maja, gab es bei dir auch irgendwelche Versuche, dass er dich irgendwie versucht hat, zurückzuholen oder dergleichen, dich wieder anzugreifen? Ja, genau. Also das war sehr heftig, auch in den ersten Wochen und Monaten auch sogar. Ich denke, das ist auch so, wenn man dem Teufel gedient hat und sich damit eins gemacht hat, genau, er möchte einen natürlich nicht gern gehen lassen. Wie gesagt, er hat keine Macht mehr über die Seele und da braucht man gar keine Angst haben, aber natürlich kann es einem erstmal Angst machen, aber da kann ich Zeugnis geben, ein Gebet zu Jesus Christus und er muss gehen. Dennoch hat er versucht, mich erneut anzugreifen. Ich hatte noch ein paar Kontaktversuche und Gespräche mit dem Yogalehrer. Ich habe ihm auch von Jesus erzählt, auch der Heilpraktikerin. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass sie davon nicht viel wissen wollen und sogar die Heilpraktikerin einen anderen Jesus mir vorgeschlagen hat, der auch Yoga angeblich gemacht hat. Ja, und da habe ich gemerkt, nee, das ist nicht der Jesus der Bibel. Sie folgt da einem anderen Jesus und vermischt Dinge. Also diese Versuche gab es und ich hatte ganz viele, wie gesagt, Albträume, nachts auch noch, manchmal Heimsuchungen. Das war nicht schön. Dennoch kann ich sagen, dass mit Gebet und wirklich dem Bekenntnis zu Jesus, dass es besser wird und dass es dann auch aufhört. Ja, aber der Teufel, der will einen immer wieder angreifen. Nur da darf man sich auch auf das Wort der Schrift verlassen, dass Jesus Christus stärker ist. Wir sind es nicht. Wir haben manchmal Angst oder Zweifeln. Ich hatte auch ganz viele Zweifel dann manchmal noch. Aber Jesus ist stärker. Und wenn man ihm einmal das Leben anvertraut hat, dann lässt er einen noch nicht mehr los. Und das ist so ein schöner Schutz. Ja. Ja, das kann ich auch voll bestätigen. Ja, und jetzt, ja, wir sind auch schon bald so am Ende, aber vielleicht noch zu deinem Leben jetzt. Also du hast ja schon einige Sachen genannt, wie was es so kurz danach gab. Die Farben, alles war schöner, es war alles friedlicher. Du hast, ein Schleier wurde von dir genommen. Und sonst, das Leben ist ja, es gibt ja dann auch wieder so ein Alltagsleben. Was ist da jetzt eigentlich so anders als zum Leben davor? Ja, zum einen, dass ich jetzt dass ich Gott persönlich kennen darf durch Jesus Christus, den Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde und auch meinen Schöpfer, unseren Schöpfer von der Menschheit. Genau, und dass ich
dass ich anders durch den Alltag und durch das Leben gehe. Ich weiß heute, dass ich sein Kind bin, dass ich geliebt bin, dass ich kostbar und wertvoll erschaffen bin. Und wenn ich Fehler mache oder mal im Alltag nicht weiter weiß oder wenn es mir auch mal wieder nicht gut geht, ich habe ja auch manchmal noch Phasen der Traurigkeit, das haben wir alle im Leben, dann darf ich zu Jesus gehen und ihm das anvertrauen, mit ihm darüber sprechen und habe auch schon erfahren, dass er mir hilft. Also ich habe einfach eine Hilfe, auch ganz praktisch im Alltag, sei es bei Streitigkeiten oder wenn man jetzt mal Konflikte hat, was wir Menschen auch nicht so gerne haben, oder schwierige Situationen auf der Arbeit, wo auch immer, im privaten Bereich. Mit Jesus Christus gibt es immer eine Lösung und eine Begleitung. Und wir dürfen wissen, dass er alles gut macht und das Beste für uns möchte. Und das darf ich erfahren, dass das wirklich so ist, dass jedes Wort der Bibel da wahr ist. Und genau, dass wir geliebt sind. Und das hatte ich aber nicht. Also in der Esoterik, in der Lichtarbeit habe ich mich allein gefühlt. Ich musste alles selber machen. Ich musste mir selber helfen. Ich musste mich quasi selber aus der Finsternis retten, ziehen, was ja nicht geklappt hat. Wenn man selber Verletzungen hat, wie will man sich selber heilen? Wenn man selber im Sumpf steckt, wie will man sich selber rausziehen? Das ist eine Lüge. Aber jetzt habe ich den Erlöser, den Retter Jesus Christus, der mir hilft, wenn ich mal wieder an meine Grenzen komme oder nicht weiter weiß. Genau, das ist so schön, das jetzt haben zu dürfen. Ja. Ja, das kann ich voll unterschreiben. Kein Engelführer, kein Geistführer, kein Spiritual Guide kann das bieten. Die wollen dich alle immer nur in die Tiefe ziehen und zerstören am Ende. Aber Jesus Christus ist der Erlöser, wie du gesagt hast, der es wirklich gut mit uns meint. Ja. Und der im Leben immer dann da ist. Und das muss ich auch sagen, das ist so mit das Schönste zu wissen, da ist jemand, der ist mächtiger als alles, der hat dich selbst erschaffen. Und der meint es wirklich, wirklich gut mit uns. Und die anderen meinen es eben nicht gut, ja. Und zu ihm kann man beten, mit ihm kann man eine persönliche Beziehung haben. Und erlebt Wunder über Wunder mit Jesus, ja. Also wer das noch nicht getan hat, diesen Schritt, tut es. Es ist unsere Empfehlung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und auch das ewige Leben nach dem Tod. Also das fällt mir auch noch ein. Das schenkt ja uns der Herr und Jesus Christus selber auch noch. Dass nach dem Tod eben ja nicht alles vorbei ist, aber man nicht noch zig Leben lebt. Reinkarnation ist eine Lüge, aber dass man dann in der Ewigkeit bei Gott sein darf und somit auch so ein bisschen ja diese Angst vielleicht vor dem Tod auch verliert. Dass man eben gerettet ist. Das ist so, so schön. Früher habe ich immer gedacht, wer weiß, wer ich dann im nächsten Leben bin, wo ich dann sein werde und ob ich wieder mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, mit meinen geliebten Menschen umgeben bin. Das hat mir irgendwie, das war alles so unsicher und ja, aber jetzt weiß ich, dass das alles ganz anders ist. Ja, wunderschön. Ja, Maja, dann sind wir auch schon am Ende. Wirklich ganz lieben Dank für dieses Zeugnis. Ich freue mich sehr, dass Jesus Christus dich auch gerettet hat. Und wenn jemand hier auch gerne mal bei so einem Podcast mitmachen möchte, eingeblendet ist die E-Mail-Adresse, schreib mir gerne. Ja, das sind immer sehr schöne Zeugnisse und das hilft auch vielen. Also meldet euch da einfach. Ja, also Maja, dir auch weiter gottesreichen Segen. Und nochmal schönen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Und natürlich auch an alle, die zugehört haben, auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Euch auch gottesreichen Segen und vielleicht hört man sich ja beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.